Würzburg Radio und ich habe hier wieder mal einen Studiogast. Den kennen wir schon seit einiger Zeit. Er hat bei uns immer den Experten-Talk ganz, ganz fantastisch gemacht. Nun hat er ein Buch geschrieben. Er wurde auch schon vorgestellt bei unserem Peter, wie man als Start-up versagt. Das ist das große Thema, Carsten. Wie kommt man natürlich darauf, ne? Die schreiben immer alle Bücher, wie man es schafft, und du schreibst, wie man versagt. Ja, das ist vollkommen richtig. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Tatsächlich war das eine Idee, dass ich überall diese Erfolgsbücher gesehen habe. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, über Erfolg kann jeder schreiben. Eigentlich müsste man es vielleicht mal umdrehen. Vielleicht ist das mal eine neue Art, dieses Thema zu präsentieren und auch mal den Leuten überspitzt die Fehler näher zu bringen und ihnen zu zeigen, hey, Fehler macht ihr. Es werden viele Fehler von Gründern gemacht. Vielleicht macht ihr sie jetzt mal so richtig besonders stark und dann versagt ihr schneller und dann könnt ihr ja das nächste Startup starten. Ja, oder ihr fangt an, darüber nachzudenken, Mensch, vielleicht wollen wir die Fehler dann doch nicht machen und dann werdet ihr doch erfolgreich. Ja, also eins von beiden würde ja letztendlich helfen. Ja, du bist treu nach dem Motto gegangen, am besten lernt man aus Fehlern. Absolut, right? Absolut. Aber du warst natürlich auch schon bei uns im Autorentalk und das haben dann auch einige schon mitbekommen, einige gesehen. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, was macht man danach. So wie ich den Carsten kenne, er ist natürlich immer bestrebt zu helfen. Absolut, ja, absolut. Das liegt in meiner Natur. Unternehmer, auch das Start-up nicht zum Versagen zu bringen, sondern einfach Dinge zu sehen, dass man es schafft. Ja. Und da ist ja gerade jetzt mit diesem Buch einmal einiges wachgerüttelt worden, einiges angerüttelt worden. Und was ganz, ganz besonders toll ist, du hältst Vorträge. Man kann dich also buchen. Egal, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder wer auch immer, die können dich buchen. Und da kann man dann neben dem Buch natürlich einiges mehr erfahren. Was muss ich tun, wenn ich den Carsten Lexer buchen will? Was passiert da? Also tatsächlich erzähle ich den Unternehmen mal, wo Fehler passieren können. Ganz genau, wo die Probleme auftauchen. Also die Probleme sind ja sehr typisch. Man liest auch sehr häufig natürlich in Zeitungen, in Magazinen, dass beispielsweise ein Unternehmen ein neues Produkt am Markt lanciert und das wird natürlich mit viel Vorschusslorbeeren bedacht und jeder freut sich darauf, jeder ist begeistert von dem Produkt und dann kauft der Kunde nicht. Ja, ein ganz typisches Beispiel, was ich auch in meinem Buch beschreibe, ist der Zune Player, damals von Microsoft. Ja, Microsoft hat mitbekommen, Mensch, Apple hat den iPod, Riesenerfolg, ja plötzlich wird MP3-Player en vogue, man kann, Apple hat das auch schön gemacht, ja 1000 Songs in deiner Tasche und dann hat sich Microsoft gedacht, das brauchen wir auch. Hat einen MP3-Player gemacht und jetzt gab es zwei Nachteile, erstens einmal preislich genauso teuer wie oder nahezu genauso teuer wie der iPod, vom Design her viel schlechter und dann war alle Welt ganz angetan, es war ein nettes Produkt und so, hat ganz gut funktioniert, dachte man, nur keiner hat es gekauft. Im Nachgang hat man dann festgestellt, warum sollte man es kaufen? Die Leute wollten ein stylisches Produkt. Das gab es aber nur von Apple. Wenn sie also was anderes gekauft hätten oder kaufen würden, dann hätte es preislich so attraktiv sein müssen, dass man dann sagt, Mensch, okay, das Designprodukt kriege ich nicht, aber ich kriege sozusagen die Funktion halt für billig Geld. Und das gab es aber nicht. Wie gesagt, dieses Produkt von Microsoft war nahezu gleich teuer wie ein iPod zur damaligen Zeit. Und dann haben es die Leute nicht gekauft. Und das passiert oft. Und das ist etwas, da gehe ich in die Unternehmen rein und zeige ihnen mal diese Fehler auf. Und in dem Fall, bezogen jetzt auf dieses Buch mit dem Vortrag, überspitzt. Ja, also ich erzähle das im Prinzip so, als wäre das das Ziel. Ja, wir wollen ein Produkt schaffen, das im Prinzip keiner kaufen will. Wir wollen Fehler im Team haben. Wir wollen am liebsten Mitarbeiter haben, die nicht unternehmerisch denken. Ja, das ist das, was wir wollen. Und durch diese Überspitzung zeige ich halt den Leuten, Mensch, man sieht das dann auch in den Vorträgen, die sitzen da und irgendwann merkt man richtig, wie es bei denen so zu rattern anfängt. Und dann merke ich halt, jetzt verstehen sie, die denken sich gerade, was erzählt denn der Lexer da? Ja, das ist ja komisch. Es sei denn, er macht es mit Absicht. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken und denken sich, oh ja, stimmt, natürlich, klar, ja, ein Team, ja, da müssen gewisse Teammitglieder zusammenpassen. Wenn es das nicht der Fall ist, dann funktioniert es halt nicht. Ja, und das ist genau das, was ich in den Vorträgen dann auch mache.
Ich meine, das ist irgendwo sogar naheliegend. Ne? Wenn ich jetzt ein Produkt habe und alle erzählen mir, wie toll das ist und was ich alles machen muss, dass es noch schöner und noch besser wird, ne? Jetzt kommst du und gehst auf der Gegenseite her und sagst, was du nicht machen solltest. Ne? Das rüttelt doch ein bisschen wach, ansonsten schaut man an den Problemen doch vorbei ein bisschen. Es ist tatsächlich so, also man darf nicht vergessen, jetzt ganz konkret bei jungen Unternehmen, es müssen gar nicht mal Startups sein, sondern es sind junge Unternehmen, die vielleicht auch sie festgestellt haben, das alte Produkt funktioniert nicht, jetzt machen sie was Neues. Das Problem, woran man immer denken sollte, ist, am Ende muss es jemand kaufen. Ja? Und viele, viele Gründer haben viele Ideen und die haben richtig tolle Ideen. Aber was sie nicht machen, ist den nächsten Schritt, nämlich ich muss aus dieser Idee ein Business machen. Und ich sage immer, dieser typische Spruch, ja, eine Idee ist nichts wert, man muss es verkaufen. Ich gehe sogar noch weiter. Es geht nicht nur um das Verkaufen. Ich muss ein Unternehmen draus machen. Also sozusagen Idee, verkaufen das Produkt und dann Unternehmen. Ich muss die Idee groß machen. Ich muss die Idee groß machen und zwar so groß, dass ich am Ende Mitarbeiter habe, dass ich mich ums Marketing kümmern muss, dass ich, was weiß ich, einen Fuhrpark habe, was weiß ich, irgend so etwas. Und da hört es auf. Ja, also da viele kommen schon nicht über diesen ersten Schritt, also über das Verkaufen hinaus, also ganz genau kommen sie über die Idee nicht hinaus. Dann kommen sie zum Verkaufen, aber es ist ja nicht mit dem Verkaufen allein getan, ja, sondern jetzt verkaufe ich ein Produkt, ja, und dann, was mache ich dann damit? Dann hängt die Buchhaltung da dran, ja, brauche jetzt vielleicht einen Mitarbeiter für die Buchhaltung, ja, vielleicht merke ich aber auch, Mensch, ich muss noch mehr verkaufen, also brauche ich einen Vertriebsmitarbeiter, ja, jetzt habe ich schon zwei Mitarbeiter, Buchhaltung und Vertrieb und jetzt, so geht es weiter und dann wird plötzlich ein Unternehmen draus und so weit denken das viele nicht durch. Das ist aber eigentlich das, was man machen müsste, wenn man so etwas aufzieht mit einer Idee und das Spannende ist, wenn man so rangehen würde, dann würde man sehr häufig feststellen, Mensch, da kann gar kein Unternehmen draus werden, weil beispielsweise die Einnahmequellen gar nicht hoch genug sind. Ja, also wenn du magst, ich hab ein fantastisches Beispiel hier aus der Region, wo das so passiert ist. Das waren zwei junge Designstudenten, die haben so Abkleber für die Laptop-Kamera gehabt. Coole Idee, wirklich coole Idee. Problem war einfach nur, die konnten gar nicht so viel davon verkaufen, damit sie irgendwann mal ein Unternehmen darauf aufbauen. Und entsprechend ist es dann auch leider gescheitert. Die Idee war cool, man hätte vielleicht mehr draus machen müssen. Ja, also das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ich bin kein Unternehmensentwickler. Mhm. Aber das auf jeden Fall, das hätte man schnell herausfinden können, denn so habe ich gemacht. Ich habe die einfach nur gefragt, hey, wie viel wollt ihr denn im Monat verkaufen? Und darauf hatten die keine Antwort. Also die hatten die Idee, aber wussten gar nicht, wie viel sie davon verkaufen werden. Und das passt nicht zusammen. Ja, und solche Fragen eigentlich, die müssten sich Unternehmen stellen. Jetzt habe ich eine Idee. Ja, als sehr Start-up gut. Als Start-up in diesen sehr Tagen. Wir wissen alle, es ist schon mal traurig, immer wieder darüber zu reden. Wir haben eine weltweite Krise. Absolut. Lohnt es sich jetzt überhaupt herzugehen, in dieser Zeit das zu tun, weil wir zig Insolvenzen haben werden und. Was da alles kommen wird, ist wirklich sehr, sehr schwer abzuschätzen. Ja. Aber kann man jetzt den Fehler machen? Ist das auch so ein Fehler, wenn man jetzt ein Startup gründet? Also die Antwort ist ziemlich eindeutig. Ja, gründen lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Die Frage ist nur, wie man es plant. Und damit meine ich gar nicht mit dem Plan so die nächsten 3 Jahre genau durchgerechnet, so von den Verkaufszahlen. Das weiß man im Moment nicht. Aber was ich glaube, was man schon machen kann, ist sich überlegen, ist das ein Produkt, das jemand haben will? Kann ich daraus ein Unternehmen machen? Weil dann kann ich zum Beispiel an Investoren gehen. Ja, dann kann ich an Leute rangehen, an Kooperationspartner und kann denen was erzählen. Ich muss also über diesen Status Idee hinaus und das ist auch etwas, was ich in dem Buch beschreibe, ich muss diese Unternehmereignung haben. Das heißt also, ich muss jemand sein, der auch eine gewisse Leidensfähigkeit hat, ja, der viele Bälle gleichzeitig jonglieren kann, so ein typischer Unternehmer halt, ja, so Visionen und der auch so ein bisschen über die Krise hinausdenkt. Ja, wir erleben es ja im Moment, es gibt viele Unternehmen, die gehen wahnsinnig ab. Ja, nimm diese ganzen Videokonferenzunternehmen. Zoom ist immer so ein wunderbares Beispiel. Ja, genau. Da gibt es noch viel, viel mehr. Ja? Und da werden auch noch mehr kommen. Also es gibt immer Krisengewinner. Das heißt also, es gibt auch immer Platz für interessante Unternehmen. Ja? Nimm die Digitalisierung in Verwaltung, im Finanzbereich und so weiter. Da kann man wahnsinnig viel machen. Künstliche Intelligenz wird sämtliche Bereiche ausfüllen. Da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber jetzt kommt das Aber, man muss sich halt überlegen, wie man es macht. Und damit meine ich nicht einfach nur, wie mache ich das Produkt, sondern wie mache ich das Unternehmen? Also ich schaue auf das Unternehmen drauf und sage, hey, wie könnte dann das Unternehmen aussehen? Verdiene ich damit auch genug? Habe ich genügend
Kunden, die mein Produkt potenziell kaufen können. Ja, wenn ich solche Fragen stelle, und das ist ja nur eine von vielen, aber wenn ich schon diese Frage nicht beantworten kann, ja, nach dem Motto, hey, ich habe eine coole Idee, mal gucken, ob es jemand kauft. Solche Gründungen, glaube ich, die werden nicht funktionieren. Aber wenn ich hingehen kann und sagen kann, hey, aus den und den Gründen glaube ich, dass dieses Produkt mit den und den Features zu dem und dem Preis passen könnte, und zwar in so einer Menge, weil ich meinen Markt analysiert habe, ja, glaube ich, funktioniert immer. Geld ist da. Dann kann ich auch zu Investoren gehen, ja, und kann sagen, hey, das ist mein Unternehmen, das ist mein Produkt, das ist meine Idee. Investiert da drin, weil damit verdienen wir Geld. Und das wird funktionieren. Ich glaube auch ganz einfach, dass wenn man jetzt in dieser Zeit ein Unternehmen gründet und eine Idee hat, ein Unternehmen gründet, vielleicht muss die Idee gar nicht mal so neu sein, aber wenn ich jetzt mit einem guten Konzept komme, habe ich auf jeden Fall einen Vorteil, dass ich die ganzen Altlasten nicht habe. Weil wir haben viele Unternehmen, die hatten einen riesen Rattenschwanz von Mitarbeitern, ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, nicht? Was sie natürlich irgendwie erstmal Kurzarbeit dies abbauen müssen. Ja. Die könnten existenzfähig sein, aber die haben natürlich erstmal mit dem zu kämpfen, was im Vorfeld entstanden ist. Ja. Und das hat ein Startup in dem Moment nicht, weil sie können sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren eben Mitarbeiter aussuchen, mehr oder weniger, nicht? Und gerade die sie brauchen und nicht mehr und nicht weniger. Also es gibt ganz viele Unternehmensideen, die sind gar nicht so wahnsinnig bahnbrechend, aber die dieses Unternehmen gebaut haben, haben sich einfach mal überlegt, was braucht ein Kunde? Ja, also man spricht ja immer von diesen Pain Points. Also was bereitet einem Kunden Sorge? Ja, was bereitet dir im Unternehmen Sorge? In deinem Leben Sorge? Was bereitet mir Sorgen? Ja, und so entstehen ja ganz, ganz viele gute Ideen, dass jemand plötzlich mal feststellt, hey, hoppla, dafür gibt's kein Produkt. Ja, und dann macht es jemand. Ja, auch Videokonferenzen. Ich erinnere mich noch daran, als Skype aufkam, ja, hat jeder gesagt, naja, wozu brauchen wir denn jetzt Skype? Ja, und plötzlich ist es en vogue. Plötzlich redet jeder über Skype oder ganz genau über Skype redet eigentlich schon kein Mensch mehr, sondern jetzt redet man halt über Zoom oder über was auch immer. Aber diese Idee Videokonferenzen, ja, das war halt neu. WhatsApp damals, ich weiß noch, als das dann gekauft wurde, genauso Instagram, ja, wozu braucht man das? Diese ganzen Sachen, ja, wozu braucht man das alles? Irgendwann braucht man es halt mal. Und meistens geht es eben darum, dass Menschen ein Bedürfnis haben. Ja, entweder etwas soll schneller gemacht werden oder komfortabler oder besser oder kostengünstiger, was auch immer. Und dann kommt jemand und macht es. Und bis es halt soweit ist, vergeht manchmal ein bisschen Zeit. Aber das sind gute Ideen und die müssen, wie gesagt, nicht bahnbrechend sein. Das muss nicht das neueste VR, also Virtual Reality Produkt oder so etwas sein. Es kann was ganz Kleines sein, das einfach nur den Leuten hilft. Und dann wird sich's verkaufen. Tolle Ansätze. Wir könnten uns natürlich wie immer stundenlang darüber unterhalten. Nicht? Wer will das dann noch wissen? Wir wollen ja nicht, dass die Betrachter dann dabei einschalten. Wir dürfen das Buch noch mal wärmstens empfehlen. Ganz, ganz toll dabei sind Videos, ja, nicht? Die man abscannen kann und sieht das Video dazu. Die Videos kann der Carsten auch verändern. Ja. Das ist natürlich eine richtig tolle, weil da ist ein Thema und im Thema verändert sich immer. Das heißt, dieses Buch bleibt immer aktuell. Absolut. Und ich habe für uns noch mal eine schöne Idee. Wir haben gerade sowas aufgegeben. Jetzt gründen. Jetzt ein Startup gründen. Jetzt irgendwas gründen und irgendwas machen. Ja, das werden wir mal weiter verfolgen und diesmal in so einer kleinen Serie, wenn wir da so alle 14 Tage oder so mal was machen, in einer kleinen Serie, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gast, durchziehen, weiter verfolgen. Sicherlich mal eine gute Idee, was passiert mit unserer Wirtschaft, was passiert mit unserer Region. Carsten, liegt was dran, uns liegt was dran. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Einladung.